Dem Jahr 2023 und ich bin hier mit Frau Melanie Wendling, die Geschäftsführerin des BVITG. Hi. Hallo. Es ist Ihre erste DEMEA als Geschäftsführerin. Was ist denn Ihr Eindruck bisher? Ich bin total geflasht. Es ist echt super. Es ist die größte, bunteste, interessanteste DEMEA ever, wie man so schön sagt. Wir haben so viele Aussteller wie noch nie, so viele internationale Aussteller, so viele Speaker wie noch nie. Ich glaube, wir haben ein Top-Programm. Wir haben es gerade beim Hot Seat gesehen. Wir kriegen gar nicht so viele Leute unter, wie kommen wollen. Also es ist top. In diesem Zusammenhang vielen Dank an das Team des BVITG und der Messe Berlin. Ihr seid großartig. Ein voller Erfolg, das ist schön zu hören. Was sind denn für den BVITG die Fokusthemen dieses Jahr? Ja, Fokusthema ist natürlich die Digitalisierungsstrategie des Bundes, weil in der Politik ist sehr viel Bewegung. Es wird zum ersten Mal so ein bisschen, so ein bisschen spürbar, dass alle in Aufbruchstimmung sind. Wir haben jetzt eine Strategie, da stehen viele gute Sachen drin. Das ist natürlich für die industriellen Ausstellenden hier und für die Industrie insgesamt in Deutschland total wichtig, was drin steht. Jetzt warten wir nur gespannt darauf, was heißt es konkret. Und da werden wir halt gucken, wie wir damit umgehen. Also das ist für den BVITG das Top-Thema. Das ist das Top-Thema. Letzte Frage, und zwar für Sie persönlich. Was begeistert Sie denn an Digital Health? Ja, man könnte eigentlich eher fragen, warum ich nicht frustriert bin, weil ich seit 2003 schon im Gesundheitswesen bin und die Anfänge der Telematik-Infrastruktur miterlebt habe. Aber ich persönlich bin ein totaler Fan von Digitalisierung. Ich habe alle meine Termine und mein Geld nur noch auf dem Handy. Ich bin schon gar nicht mehr, beziehungsweise auf der Uhr sogar. Ich habe meistens schon das Handy irgendwo zu Hause liegen. Ich bin jemand, der mit Alexa kommuniziert. Böse Zungen sagen immer, weil das die einzige ist, die auf mich hört. Ich finde es einfach super praktisch. Ich möchte nicht immer ganz viele Unterlagen mit mir dabei haben, aber ich möchte alles dabei haben. Und deswegen bin ich total begeistert. Ich will einen digitalisierten Personalausweis. Ich will meine Krankenkasse digital erreichen können. Und mir macht es total Spaß, das endlich voranzubringen. Es geht weiter. Vielen Dank, Frau Melanie Wendling, und eine tolle DEMEA Ihnen noch. Dankeschön.